So, weiter geht's mit Watch Dogs heute und wir machen heute ein bisschen weiter mit unserer tollen Mission, weil wir haben, müssen mal gucken, was wir auf der Karte gerade drauf haben. Wir haben noch bestimmt noch die Hauptmission, oder nicht? Ist da gar nichts mehr gerade momentan. Was ist hier? Ach so, genau, das Teambriefing, das brauchen wir noch. Wenn wir eine Schnellreise dahin, dann können wir nämlich da das gehen wir mit diesem Teambriefing. Dauert also einen kleinen Moment. Jetzt. Ich habe von Inspektor Lau gehört. Wir sind bereit für das Briefing. Machen wir doch. Das ist heute das, was jetzt ansteht. So. Mary Kelly leitet die mächtigste Verbrecherfamilie Londons, Clan Kelly. Das lässt sich leicht merken. Unter ihrem Vater war sie eine Komparsin. Als er starb, sind ihre Rivalen verschwunden. Ihre Feinde, ihre Freunde, ihre Familie. Nicht umsonst heißt sie Bloody Mary. Schon früh wechselte Mary von Bargeld zur Kryptowährung und brachte Kellys kriminelle Geschäfte online. Es macht Waffenschmuggel, Drogenhandel und Geldwäsche sehr viel leichter, wenn kein Bargeld fließt. Die Frau hat das organisierte Verbrechen in London modernisiert. Sie hält sich selbst für absolut unantastbar. Das hier sind Beispiele aus meinen Akten. Dana Covington, 19. Sascha Haddad, 28. Radek Stopkowicz, 24. Alle verschwunden. Gute Leute sind schwer zu finden, nicht wahr, Liebes? Die meisten haben keinen Antrieb, du aber schon. Sie fühlen sich wertlos, so wie die Welt funktioniert, wie sie Menschen ausnutzt. Einfach schrecklich. Gut, dass du ein Ziel hast. Gut, das wär's für mich. Wir sind noch nicht fertig. Das war eine Gefälligkeit. Oh. Und mein Beileid an die Familien. Schrecklich, wenn man jemanden verliert. War mir eine Freude, Caitlin. Wie man sieht, gibt sie einem niemals Antworten. Aber es gibt einen Ort, an dem sie redseliger ist, die Sandstone Residence. Inspektor Lau glaubt, eine Polizeiwanze im Kelly Hauptquartier könnte Beweise liefern, um Bloody Mary zu überführen. Sandstone ist ihr Operationszentrum. Ich weiß, wir kriegen sie mit den Daten auf der Wanze dran. Besorgt sie mir, dann bringe ich sie für immer hinter Gitter. Sende die Koordinaten an eure Optics. Sabine hier, Inspektor Lau. Ich bin neugierig, wie Mary Kelly zur Rechenschaft gezogen werden soll. So ohne Unterstützung. Sogar bevor Albion jegliche Polizeiarbeit übernommen hat, konnten sie sie doch nicht drankriegen. Und sie behandelt Menschen weiter wie Vieh. Ich musste mit dem System arbeiten. Ja, das war korrupt. Ich wusste das, nur nicht, wie schlimm es war. Ich dachte, so einen eindeutigen Fall kann man nicht vertuschen. Falsch. Die Scheißbullen sind komplett korrupt. Warum sollten wir glauben, dass sich die Dinge je ändern? Weil ich diesmal zu einem Kontakt im Büro des Kronanwalts gehe. Ein ehrlicher Anwalt, der bei organisierten Verbrechen keinen Spaß versteht. Besonders bei Mary Kelly. Hey, unsere Methoden sind unterschiedlich, aber ich möchte diesen Leuten auch helfen. Okay, gut. Aber ganz egal, wie die Sache läuft. Mary darf uns nicht wieder durchs Netz gehen. So arbeitet der Zack nicht. Auf zu Sandstone. So, untersuche Sandstone Residence. Das ist das nächste, was wir jetzt machen können, machen müssen, machen werden. Na dann, auf geht's. Moment, ich muss gerade gucken. Ich hab's ja hier mit den Ausgängen. Und deswegen will da jetzt nicht raus.
fliege jetzt auch nicht raus. Aber leck mich doch am Arsch. Ich hab's wieder. Krieg schon wieder hin irgendwie. Hier müssen wir nicht lang. Der Weg war richtig. So, dann gehen wir jetzt raus und dann fahren wir zur Station Residence. So, dann gehen wir mal auf die Straße, weil wir wollen ja noch ein bisschen was tun. So, kannst mal die Karte markieren, weil wir müssen da hoch. Und dazu brauche ich jetzt erstmal vor allen Dingen ein Auto. Da vorne steht eins. Das kennt man ja wie ein GTA, da holt man sich mal eben kurz ein Auto von der Straße und auch genau das machen wir jetzt. ...1,8 Kilometer sind das insgesamt. Na dann. Ist hier nicht Scotland Yard auf der Straße gewesen oder war das woanders? Achso, ich muss ja... Ich gewöhne mich da nie dran, dass wir in London sind. Weil London ist Linksverkehr. Upsi, Entschuldigung, war keine Absicht. Ja, hier ist das Büro von... Ich glaube, hier links ist das Büro von Scotland Yard. Da, wo wir nämlich mal in einer letzten Mission drin waren. Und damit herzlich willkommen in Camden. Upsi. Einmal kurz. So, da müssen wir hier irgendwo abbiegen gleich. Oder müssen wir mal hin, ne? Das müssen wir natürlich erstmal einen Weg finden, wie wir da rein oder hinkommen, wie auch immer. Ich habe mal vermutet, dass wir dahinter rein müssen. Das heißt, Entschuldigung, war keine Absicht. Dass wir da irgendwie da jetzt links abbiegen müssen. So. An alle Einheiten, ich wiederhole, an alle Einheiten. Es wurde eine feindliche Person in Ihrem Bereich gemeldet. Auf Ende. War keine Absicht. Verdächtiger in der Nähe. Ich sitze fest. Oh. Die Security hier ist hochmodern. Ziemlich undurchdringlich. Außer natürlich, du schickst eine Drohne durch das Fenster, das einer von Mary Steppen offen gelassen hat. Die Frage ist, habe ich irgendwo eine Drohne für mich? Ich habe, glaube ich, die eine Drohne gerade weggehauen. An alle Einheiten. Wir verfolgen die Zielperson. Irgendeine Spur vom Ziel? Bitte bestätigen. An den Plan halten. Einsatzleitung an alle Einheiten. Mögliche Feinde in ihrer Nähe. Oh, warte mal. Verstanden. Halten nach der Zielperson. Können wir das Ding nicht kapern? Starten ein Einschreitungsmanöver.
Geh mir mal gerade nicht auf den Sackkopf. Gib mir gerade auf. Scheiße. Kann ich hier nicht irgendwie mal loswerden? Ich brauche jetzt auch heute mal eine Drohne. So, jetzt muss ich erstmal die Cops loswerden. So. Ich breche die Suche ab. Alle zurück. Ende. So, jetzt brauche ich mal eine Drohne erstmal. Anders kommst du da wahrscheinlich nie rein. Ich pack mal die Waffe weg, damit ich nicht irgendwie. Dazu brauche ich jetzt erstmal eine fucking Drohne. Wo haben wir denn eine? Oder habe ich die nicht in im Menü? Doch. Kommst du mal her? So, wir haben ja eine Drohne jetzt. Jetzt kann ich mit der Drohne da rein ins Gefenster, Quay. Das Aufnahmegerät ist in Ihrem Sicherheitsraum. Dahin kommt man ganz einfach durch die Schächte. Fuck, was geht ab? Sie benutzt diese Leute als Hausdiener. Oha. Gegen ihren Willen. An sich schon schrecklich. Aber 1 Million Mal schlimmer, wenn man weiß, dass sie als unfreiwillige Organspender enden. So, was machen wir jetzt? Finde das Sicherheitssystem. Reiß dich lieber zusammen, Kumpel. Wenn du dich vor der alten so verhältst, endest du auf dem Da. Keine Ahnung, was ihr wollt. Komm ich mit der Drohne da überhaupt rein? So. Dann machen wir das mal auf. Deine Einstellung ist wirklich miserabel, weißt du das? Ich find's gerade ziemlich witzig, die Mission, muss ich sagen. Das muss ja hier irgendwo sein. Warte mal, wo bin ich mit der Drohne? Hier überhaupt, ne? So ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwie. Upsi. Wie gesagt, ich muss ein bisschen aufpassen.
Aha, hier. Sehr gut. Mal sehen, was für Aufnahmen es von ihr gibt. Scheinbar kommen wir da nicht ran gerade. Sieh sich einer diesen Ort an. Das macht man also mit altem Gaunergeld. Die Kelly-Familie lebt schon lange gut vom Elend anderer Leute. Das Zeug hat sie im ganzen Anwesen. Sie waren also früher schon mal hier. Sind Sie so im Keller der Verbrennungsanlage von Southwark gelandet? Wir brauchten belastendes Material, also musste jemand hier rein und eine Wanze platzieren. Das hätte ich niemandem übertragen. Ihr habt gesehen, wie Mary mit den Menschen aus dem EPC umgeht und die Uniform der Bediensteten ist nicht schwer nachzumachen. Also bin ich rein. Ich wusste allerdings nicht, dass sie Wind von unserer Untersuchung bekommen hatte. Von meinem Team. Ich dachte, wenn ich nicht nach Lehrbuch vorgehe, hören die undichten Stellen auf. Aber sie wusste trotzdem, dass wir kommen. Also muss ich sie hat mich gefoltert, um an die Namen meines Teams zu kommen. Sie wollte mich brechen, aber Bullen verpfeifen andere Bullen nicht. Dann stellte sich heraus, dass sie die ganze Einheit bereits kannte und sie im Visier hatte. Die Frau ist eine Bestie. Oh fuck, wissen Sie, wie knapp es war, dass Sie auch einen dieser Mikrochips in sich gehabt hätten? So bin ich auf der Schlachtbank gelandet. Es gibt viele Gründe, sie aus der Welt zu schaffen, aber es reicht nicht, ihr einfach eine Kugel in den Kopf zu jagen. Meine Freunde sind gestorben bei dem Versuch, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Das muss ich würdigen. Moment, ich muss mal gerade was anderes stellen. So. Ich muss ja gerade gucken, dass ich irgendwie in den Laptop reinkomme. Das ganze Ding ist verwanzt hier, ne? Das ganze Haus. Warte mal gerade kurz. Kriege ich das da irgendwie drunter hin? Ne, ne? Hacke das Sicherheitssystem, ja. Das ist gerade nicht ganz einfach. So, das. Das muss ja. Warte mal, kann ich das da hochdrehen? Nee, ne? Scheiße.
Wenn das jetzt nicht ist, ist es wahrscheinlich egal. Das heißt, ich werde jetzt hier unten durchgehen. Ich muss, glaube ich, auf alles auf Ding stellen. Auf blau stellen. Das ist gerade ein bisschen blöd, ne, dass ich da jetzt nicht. Ich muss jetzt nicht hier drehen. Ha. Aber halt, was soll das? Das Ding ist ziemlich clever vermint. Ich krieg gerade jetzt. Also muss ich tatsächlich gucken, dass ich diese Linie auf bekomme oder mich in das Ding reinkomme. Das schauen wir uns mal in der nächsten Folge an. Das dauert hier zu lange.